Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap ohne Gräben in der Version 1.3. Wir haben gerade diverse Produkte, sprich Tomaten und Chips und Pommes, zu Aldi gebracht, verkaufen die, deshalb läuft unsere Gelduhr nach oben. Ist bei über 4 Millionen Euro. Wir wollten eigentlich noch gucken, ob wir ein Feld kaufen und wenn ja, welches. Mal gucken. Kümmere ich mich gleich mal drum. Was wir jetzt erst noch mal eben machen, ist Bretterpaletten vom Sägewerk holen und zur Palettenproduktion bringen, damit die weiterarbeiten kann. Also, die kann sowieso arbeiten, die hat genug, aber wir sind eben gerade dabei, alles zu bearbeiten und die Produktion zu versorgen. Und, ich habe eigentlich fast alles erledigt, was ich erledigen wollte, muss ich tatsächlich sagen. Fast alles. Ich habe mir so ein bisschen mal Gedanken gemacht, was ich denn bitte alles machen möchte. Jetzt hier, damit meine Produktionen laufen. Ich hier mir erstmal die Breader-Paletten. Ich fahre einfach mal blind rückwärts. Im tiefsten Gottvertrauen, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Schnell im Moment. Echt. Verdammt schnell. Na ja, gut, ich habe fünffach eingestellt. Aber hier ist jetzt erstmal mehr als genug. Paletten. So. Autoload aktivieren. Ausschalten. So, der bleibt jetzt hier erstmal stehen. Ja, Pellets. Das ist nicht so schlimm, wenn die Produktion steht. Da haben wir eh gerade erst ganz viel von verkauft. Was wir aber jetzt noch unbedingt machen müssen. Wir müssen noch im Rinderhof gleich da mal ein bisschen Mischfutter verteilen, damit wir dann anfangen können, Rinder zu produzieren. Ist doch schön. Jetzt haben wir hier auch genug. Seht, was ich meine? Haben wir hier genug Brennstoffe? Ziehen wir hier mal eben. Kippen wir hier nochmal eben ein bisschen was rein. Richtung Rinderhof. Auf dass wir da schon genug Kraftfutter haben. Mal gucken. Dann können wir gleich tatsächlich auch endlich mal nach Feldern gucken. Ob es dann irgendwelche Felder gibt, die uns da interessant sein können. 114 Liter Kraftstoff nur noch. Ja, wir ernten auch bald wieder Raps. Da machen wir dann auch Speiseöl von. Da machen wir alles von, was wir brauchen. Raps, Diesel meine ich. Also alles, was wir brauchen eben.
schön. Jetzt gucken wir mal, wie es denn da aussieht. Es wird dunkel. Hätte ich fast nicht gesehen aus dem anderen Winkel. Unglaublich, oder? Unser neues Ballenlager. Wir haben Mittwoch gekauft haben. Oh, wir haben auch fast keinen Strom mehr da. Damit das Lager nicht voll, aber immerhin kriegen schon mal etwas rein. Also die Stelle kriegen wir damit nicht voll, aber wir können schon mal anfangen zu produzieren. Das dauert aber. Das ist aber sehr langsam. Aber ich glaube, das ist in der 1.4 auch gefixt. Ich glaube, in der 1.4 geht das schneller. Bis das voll ist, können wir ja eigentlich mal gucken, was es so für Felder gibt. Welche Felder denn interessant sein können. Eigentlich schade, dass man ja, diese Goldbahnen, die kann man ja, oder Goldnuggets, die kann man ja schon irgendwie ausblenden. Nein, aber Körnermais interessiert uns nicht. Feld 34 könnte noch was sein. Zuckerrüben interessieren mich im Moment auch nicht. Feld 30, genau, Feld 30. Roggen. Genauso wie auf Feld 16. Feld 30 liegt natürlich praktisch, ne? So, auf Feld 35 drauf, Körnermais. Ja, Körnermais interessiert mich jetzt ja wie gesagt nicht. Feld 30, interessant, gucken wir mal. 3 Millionen, also ist das nicht so groß, ne? Ah, klein ist es auch nicht. Feld 29, das erste drauf. Boah, 5,5. Können wir uns ja gar nicht erlauben. Oh, 34 Hektar groß. 34 Hektar. Das hier? Den können wir uns ja schon beide kaufen eigentlich. Machen wir das? Oder warten wir? Ich meine, die sind eh noch nicht erntereif, ne? 34 ist erntereif. Unsere Felder sind auch eigentlich alle erntereif. Ne, wir warten noch eine Runde. Ich kaufe noch nichts. Ich kaufe noch nichts. Ich gehe jetzt mal zum Rinderhof. Geh da mal zu meinem Fahrzeug, was immer noch am Beladen ist. Boah, ist das langsam. Unfassbar. Unfassbar. Aber wir kriegen hier gleich Rinder. Ah, ich könnte ja in der Zwischenzeit tatsächlich mal zum Haupthof.
Missing Gas Station. Wieso hatten der einen Fehler? Mal hier bei der Fabrik hier gucken, wie es da aussieht. Bei der Mischfutterfabrik für die Schweine. Nichts mehr da. Aber 140.000 habe ich schon produziert. Was fehlt ihm denn hier? Erdfrüchte hat er nicht mehr. Naja, dem kann geholfen werden. Dem kann geholfen werden. Kartoffeln haben wir noch. Muss nur mal eben schauen, womit ich die jetzt transportiere. Hier noch was um der Ecke stehen. Weil so viel brauchen wir auch nicht. Das ist auch übertrieben, ne? Nein, ich hole mir jetzt hier ein Glas Cargos. Und ein Glas Trecker. Einen schönen kleinen Axion. Und dann hole ich mir einfach ein paar. Hole ich mir hier ein paar Kartoffeln. Aus dem Hofsilo. Wo noch genug drin sind, denke ich. Weizen habe ich da auch noch. Kartoffeln. Mehr als genug. Ist da noch eine Zuchtmaschine vor? Ja, ist super. Mit der kann ich dann nämlich gleich auch Schweine kaufen gehen. Los, wertvoll. Oh Mann, ey, das dauert alles. Dauert mir alles viel zu lange hier. Das ist ja. Ne, ich dachte, das wäre der einachsige, den ich da hingestellt hätte. Na, ist er gar nicht. Schweine passen da mal rein, 40 Stück in einem oder so. Oh. Die Nummer passt da eigentlich gar nicht rein. Naja, egal. Schweine brauchen wir ja nicht transportieren lassen. Man kann die Schweine auch direkt kaufen am Schweinegehege. Aber wir haben ja einen Transporter. Weil sonst kommen immer noch Transportkosten auf einen zu. Das muss ja nicht. Ja, der Viehhändler ist hier bei Joma Ecke. Das ist alles nicht so wild dann. Das lässt sich alles irgendwie verkraften. Tiermenü, Schwein.
Stück? 38 Stück. Ja, will ich. Jetzt habe ich 38 Schweine gekauft. Schwein muss man haben, würde ich sagen. Das ist der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Wir gehen unter die Schweinezüchter. Soll man nicht meinen, ne? So. Aber zuerst, bevor ich die Schweine dahin bringe, kümmere ich mich ums Futter für die Schweine. So, der hier ist fertig. Ab dafür zu den Schweinen. Und abkippen, bitte. Keine Fruchtzerstörung. Einmal voll machen, bitte. Und hier läuft das deutlich schneller als am Rinderhof, kann das sein? Naja, was heißt deutlich schneller? Deutlich schneller auch nicht. Okay, wir sind voll. Schön. Motor ist aus. Starten. So, starten wir hin. Gut. So. Kommt auf dieser Seite Kraftfutter rein oder auf der anderen? Werden wir gleich sehen. Kraftfutter. Oder sind hier vorne? Hier hinten irgendwo rein? Echt? Kam das da vorne schon? Wollte ich doch sagen. Dann fängt nämlich jetzt gleich auch hier wirklich mal die Rinderproduktion an. Ja, und? Passen wir da durch? Oh, passen wir. Mein Ballensammler. Wie schön. So, wir sind fertig. Wir sind
fertig. Und wir bringen es zu den Schweinen. Ja, hier sind zwar schon Schweine drin, aber naja, das sieht nur eben so aus. Nicht so schön, aber hey, ich will nicht meckern. Nein! Ach so, ja klar, logisch. Ich habe natürlich noch keine Schweine. Deshalb reicht das jetzt erstmal, um die 6 Tage zu füttern. Ja, logisch. Aber natürlich Bullshit. Naja, vielleicht muss ich gleich nochmal reinfahren, wenn ich die Schweine abgeliefert habe hier. Ich stelle mich dann erstmal so lange hier an die Seite. Störe ich keinen. Dann step mich mal eben durch, bis ich denn... Ja, chill. Ja, der ist auch leer. So, funktioniert da die Produktion wieder? Ja, wahrscheinlich. Na, wo haben wir denn jetzt unseren Viehanhänger? Da haben wir ihn. So. Boah, unsere Gelduhr läuft immer noch nach oben. Wir haben gerade die 5-Millionen-Grenze überschritten. So muss das sein. So kann die eigentlich immer laufen. Immer. Ihr versteht, was ich meine. Schon los? Nö. Muss ich da eine Tür aufmachen? Okay, muss ich wahrscheinlich direkt wirklich passend reinfahren. Auch okay. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, vorwärts wäre es erstmal nicht schlecht. Wenn jetzt noch wüsste, wo links und rechts ist, dann geht das Ganze auch ein bisschen besser. Abladen. Will ich? Ja, will ich. Super. Wir haben Schweine, Leute. Wir haben Schweine und wir kaufen gleich nochmal 38. So, wir sind bei über 5 Millionen. Einnahmen, Ernte. Wir haben das ganze Wochenende immer noch nichts geerntet, haben trotzdem Einnahmen, Ernte ohne Ende. Wir holen Schweine. Endlich mal Schweine produzieren. Das ist das Letzte, was wir heute machen. Beziehungsweise wir fahren dann noch einmal durch und verteilen Schweinefutter. Dann ist aber wirklich das Letzte. Ich mache hier immer lange Folgen. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich könnte schon fast doppelt so viele Folgen produziert haben, wenn ich nicht immer so viel überziehen würde. Nein, ist ja egal. Ich mach's ja, weil es Spaß macht und nicht, weil ich sage, ich muss jetzt genau auf 15 Minuten kommen. Ganz im Gegenteil. Ich will ja Spaß bei der Sache haben und wenn ich jetzt hier immer nur auf so produzieren würde, meine Folgen, dass ich genau auf 15 Minuten komme, dann, nee. Das wird nichts. Oh, wir sind wieder unter 5 Millionen. Aber das macht gar nichts. Wo war denn noch der Dreckbereich bei den Schweinen? Da muss ich auch noch eine Lilly kaufen. Das brauche ich ja auch noch dann. Ernst ist nicht.
Ja, und der Dodge, der steht da schon seit, weiß ich nicht, Wochen gefühlt in der Einfahrt. Bin einfach nur im Weg sozusagen. Wir werden überlegen, ob ich Feld 20 platt mache. Ja, zumindest Teile davon. Dann haben wir 76 Schweine. Das ist doch schön. So, und jetzt passt nämlich auf einmal gleich gar nichts mehr hier. An den Schweinen. Ist ja Wasser ist so wenig, Stroh ist so wenig, Körner Mais. Ja. Schon klar. Wasser ist klar, müssen wir hinbringen. So. Ne, das war jetzt vielleicht auch halb klug oder gar nicht klug, den so dahin zu stellen. Wir lassen ihn jetzt erstmal hier stehen und wir bringen jetzt erstmal Futter zu den Schweinen. Damit die sich dann halbwegs wohlfühlen. Und dann gucken wir mal, morgen bringen wir dann noch Wasser hin. Bin ich mal hier so ganz viel Stroh reingebracht. So, was läuft denn jetzt alles hoch? Genau, es läuft eigentlich alles hoch. Nur Wasser und Stroh natürlich nicht, das ist klar. So wenig brauchen die, so genügsam sind die. Okay, jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Mit Stroh. Wo war denn der Strohträger? Hier irgendwo was. Vielleicht sollte ich erstmal den Traktor rausfahren, wo ich den gleich kaputt mache. Wie steht es denn um Stroh jetzt? Ja, Stroh ist fast gut. Wo ist hier der Strohträger? Nein! Perfekt. Ja, irgendwann komme ich auch wieder. Da ist er. Jetzt hier Futter für die Viechers. Ja, hey. Das soll es gewesen sein für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wenn es euch hier gefallen hat bei mir, dann hinterlasst mir ein Like oder hinterlasst mir einen Kommentar oder abonniert mich. Und ja, wenn ihr morgen am Montag wieder einschaltet, dann würde mich das natürlich noch mehr freuen. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!